Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Chunkpunk. So, wir schauen hier rein. Was haben wir da? Da ist voll. Her damit. Und wir können da auch wieder nachlegen. So, hier möchte auch nachgelegt werden, aber wir brauchen auch Aluminium. Deswegen machen wir mal das hier und die anderen vier machen wir zu Aluminium. Und dann legen wir hier noch was nach. Metall verschrotten. Aber ich hoffe, das andere Zeug kann man auch verschrotten. Metall verschrotten. Was ist das? Platin. So, da wird der wieder gefüttert. Ja, ist schon voll. Aber wie sieht's hier aus? Das können wir uns schon rausnehmen. Und dann brauche ich Aluminium. Haben wir denn? Ne, Aluminium haben wir gar nichts mehr, ne? Da habe ich ja, glaube ich, schon alles rausgeklappt. Und was war das? Geschreddertes Metall. Aber Aluminium habe ich, glaube ich, alles schon rausbaldobert. Hier ist auch nichts da, ne? Nein. Okay. Gut. Also zwei Batterien haben wir, dann bräuchten wir jetzt mal langsam und das geht dahin, dann brauchen wir wieder Aluminium. Und Kupfer. Machen wir hier mal Kupfer. Ich habe auch hier, habe ich Kupfer, habe ich auch nichts mehr drin, ne? Habe ich eigentlich schon geschaut. Soweit ich mich erinnere. Könnte ja eigentlich aus Elektro oder aus seltenem Dingens machen. Ich kann sowieso kein Aluminium. Ich kann Aluminium sowieso nur aus Elektronik und aus seltenem Zeug machen. Nicht aus geschreddertem Schrott. Aber Kupfer. Den Kupfer brauchen wir auch für Elektronik. Ja, dann machen wir mal das hier zu Kupfer. Ach komm, scheiß drauf, mach das alles zu Kupfer. Eine Ladung Kupfer. So, dann können wir hier wieder nachlegen. Bisschen Kupfer. Dann hier nochmal Stahl. Hier ist leer, ne? Ja. Gut, Stahl haben wir wieder ein bisschen. Ich brauche dringend Kabel. Aber ich kann hier keine Kabel machen.
Ja, das ist schlecht. Ich brauche diese andere Werkbank. Die Scrap-Werkbank. Oh nein. Was braucht die denn? Stahlschrott. Komm, dann verbrat... Ne. Wollte ich gerade sagen, verbrate mal nicht alles. Zu spät. Hier haben wir Kupferschrott. Hier kriegen wir geschreddertes. Ja gut, da muss ich tatsächlich mal eben ein bisschen Stahlschrott sammeln gehen. Elektronikschrott. Hier gibt es keinen Stahlschrott. Hier gibt es seltenen Metallschrott und Kupferschrott. Und Aluminium. Oh. Schon wieder alles voll hier. Gibt's doch nicht. Oh, und jetzt kommt Gewitter. Gewitter. Und da möchte ich gleich in meinen Batterieraum rein. Elektronikschrott, seltener Metallschrott, kontaminierter Silikon, Aluminiumschrott. Den brauchen wir gleich. Goldschrott kommt weg. Tja. Kupferschrott. Kupfer machen wir jetzt gerade. Ja. So, das ist noch Kupfer. Kupferbarren. Sehr schön. So, jetzt muss ich mal hier schauen. Klick-Klack. So, coole Idee. Ja, hallo. Jetzt muss ich als nächstes muss ich Alu machen. Haben wir jetzt eigentlich hier noch Metall? Hier ist kein Metall mehr. Hier ist auch kein Metall mehr. Und hier ist auch kein Metall mehr. Okay. Aber Elektronikschrott für Aluminium. Machen wir erstmal mit Elektronikschrott. Ja, wir haben viel Elektronikschrott. Sehr gut. Dann können wir den schon mal näher machen. Erstmal hier noch fertig. So, das war das. Und dann haben wir gesagt, machen wir hier Aluminiumschrott aus Elektronik. Dann packe ich das Zeug hier schon mal rein. Ne, das packe ich nicht da rein, das ist ja Quatsch. Ach, Idiot, ja. Also ich, Idiot. So, Kupfer.
noch mehr Kupferbarren. So, so langsam wuppt das hier. Dann tun wir das mal hier rein, zwischenlagern. Und dann hier. Ja, ich glaube, jetzt mache ich zuerst mal... Warum nimmt der immer nur 17 raus? Das ist sehr komisch. Hier auch mal ins Zwischenlager. Nein, Quatsch, Aluminium kommt da woanders rein. Geschredderte Elektronik. Wunderbar. Hier nochmal 12-mal Kupfer. So, das hier zwischenlagern. Muss alles seine Ordnung haben, Freunde. Muss alles seine Ordnung haben. So. Dann wollte ich Aluminium machen, ne? Aluminiumbarren. So. Das läuft hier auf Elektronikschrott. Rausmachen. Wunderbar. So läuft das. Und dann erstmal hier den Rest Elektronikschrott sammeln. Da war ich schon, ne? Ja. Und ich hoffe, wir können das ganze Zeug hier, den ganzen hier so Motoren und so ein Quatsch da, sowas alles einstampfen. Elektronikschrott. Seltener Metallschrott können wir ja dann auch noch zu Aluminium formen. Und dann schauen wir hier noch. Elektronik, Elektronik, Elektronik. Nein, kriege ich leider nicht. So. Nehmen wir das schon mal mit. Und Aluminium, bitteschön. Können wir hier schon? Nein, können wir noch nicht. So, wie viel haben wir es denn? 0.40 Uhr, ja, okay, da geht dann noch eine Folge. Aber dann sind wir auch schon wieder hier durch für heute, oh Mann. Man kommt echt zu nix. So, wir haben wieder ein bisschen was. Na, ich wollte Stahlschrott für die Werkbank, dass ich da... Dingens machen kann. So, 60 hätten wir wieder. Aluminium läuft. Komm.
Komm schon, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hier geht's weiter. Und du kommst darüber. Zack. So wird's gemacht. So, und hier das. Nein, was mache ich denn? Das kommt da rein und das kommt raus. Und das kommt dann da rein. So, so eine Produktion werden wir natürlich dann auch auffahren, aber halt erst mit neuen Maschinen, versteht sich. Boah, 1 und 1. Guck mal einer an. So. Meinst du erstmal mein Batteriefach fertig? Denn damit beginnt alles. Mit Strom. So, das heißt, wir nehmen hier immer Basis. Nein, Quatsch, NWR. Und einmal Floor. Nein, nicht Floor. Roof. Floor und Roof ist wahrscheinlich dasselbe, aber. Wir wollen es ja schon richtig machen. So. Also, Rich, we're missing some light. Falls du zuschaust, wir brauchen Lichter, Rich. Lights. It's so dark. Even at day. That's not good. Not good. So, wie viele Batterien? Viele Batterien, natürlich. Sehr viele Batterien. Leistung, Batterie, Gears und Electronics. Mehr Strom. Ja, wahrscheinlich übertreibe ich es total mit 4 Batterien oder so, aber egal. Wer hat, der kann. Und wer soll, der muss. So. Dann noch mehr davon. Ja, dann haben wir nämlich hier auch tatsächlich. Obwohl, ne, wir können ja noch Aluminium machen. Wir haben ja noch das andere Zeug. Also kontaminiertes, weiß der Fuchs was. Ne, seltener Metallmüll oder wie das heißt. Da kann man ja noch auch noch Ding draus machen. So, hier habe ich kein. Ne, da, das müssen wir dann nachher reintun, wenn da drüben fertig ist erstmal. Dann machen wir erstmal das. Aber jetzt. Wie viele Gears? 5 Gears. Beziehungsweise 6. Und NWR Electronics. Wie viel? 20, ne? So, können wir das auch gleich herstellen? Das können wir herstellen, das können wir herstellen. Ja, aber ich will da vorher Plattformen haben. Ich will das schon eins nach dem anderen machen. Und zuvor brauche ich auch noch, Verdammt. Zuvor brauche ich auch noch, Kabel. Ja, und für Kabel brauche ich eine alte Werkbank. Für eine alte Werkbank brauche ich Stahlschrott. Wir machen ja gleich wieder Stahlschrott, denn da ist ja nicht mehr ganz so viel. So. Da geht es hier direkt weiter mit den Batterien, ne? Würde ich mal behaupten. Ja, das ist richtig rum. Könnte ich jetzt direkt daran packen, mit Abstand. Oder eben so, dass man durchlaufen kann, um zu schauen. Ja, ich glaube, ich mache es so. Ein Kabel habe ich noch. Wenn ich aber Kabel schön mache, dann bringt mir ein Kabel gar nichts.
Ja, da kann man immer noch schauen. Sehr gut. So, wir machen die Tür zu, denn wir machen eine Folgenpause. Eine Folgenpause. Und ich gehe mal laden. Laden, laden, laden. Oh, das wird gut. Freunde, das wird gut. So, da ist schon wieder was fertig. Ich stehe auf den Ladepod und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Chunkpunk. Scrapyard. Bei Chunkpunk. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss.